Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, Ihnen heute zwei Ausschnitte aus dem Ballett Coppelia zeigen zu dürfen. Coppelia im Repertoire des Wiener Staatsballetts ist in der Choreografie von Pierre Lacotte zu sehen. Er hat die 1870er Pariser Fassung rekonstruiert, inklusive eben auch dem dritten Akt. Wir zeigen Ihnen das Hochzeits-Pas de Deux, der Wedding-Pas de Deux aus dem dritten Akt zwischen Svanilda und Franz und die Variation von Svanilda im ersten Akt, wo sie ein bisschen auslotet, wie Franz zu ihr steht. Der hat sich ja in eine Puppe verliebt. Der alte Dr. Coppelius wollte eine Puppe bauen und wie das so im 19. Jahrhundert natürlich gang und gäbe war, ihr auch Seele oder Leben einhauchen. Wir kennen ja die Beispiele aus dem Marionettentheater von Kleist, aber auch Hoffmanns Erzählungen mit Olympia. Das war damals sehr beliebt und ist ja bis heute ein Faszinosum, wenn wir jetzt auch daran denken, wie der Mensch in die Sache Roboter investiert. Wir zeigen Ihnen in den nächsten Wochen kleine Filmausschnitte aus Coppelia, Fimalgarde, aber auch Giselle, dem klassischen Repertoire des Wiener Staatsballetts, aus diesen Balletten, die eben wegen des Lockdowns entfallen mussten. Das ist nicht, um einfach digital nur präsent zu sein, sondern eben auch um den Solisten und Solistinnen, die diese Rollen erarbeiten, Svanilda, Franz in Coppelia, aber auch Albrecht in Giselle, Giselle selber. Das sind ja eigentlich Lebensrollen und es lohnt sich einfach permanent an denen zu feilen, unabhängig dessen, ob man jetzt vor Publikum treten kann oder nicht. Schien mir richtig, das einfach diese Chance wahrzunehmen und Ihnen daraus eben auch Probenausschnitte zu zeigen und gleichzeitig eben auch den Solisten eine Basis zu geben, dass sie an diesen Rollen sogar wachsen können. Sie sehen Elena Botaro als Svanilda, eine Ballerina, eine junge Ballerina, aber eine Ballerina, die eine ganz klare akademische Bewegungssprache schon beherrscht und natürlich auch die stilistischen, sagen wir mal, Verkunstungen, die Verkunstung von Lacotte. Es ist das ja nicht eine, sagen wir mal, eine Choreografiesprache, die durch die Emotionen den Inhalt transportiert, sondern eher durch die Stilisierung. Das beherrscht sie schon in einer wunderbaren Virtuosität, aber auch natürlichen Klarheit. In der Rolle des Franz sehen Sie Masayo Kimoto, ein Tänzer, der spielend die Prinzenrollen darstellen kann, mit seiner stupenden Technik und natürlichen Männlichkeit, aber auch etwas burschikosere Rollen wie den Franz sehr schön interpretieren kann. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Thank you.
Ich finde persönlicherweise Coppelia ein wunderschönes Ballett und Svanilda eine wunderschöne Rolle. Sie ist ein junges, verliebtes Mädchen und ja, das alles, das dazu kommt mit der jungen Liebe. Und diese Rolle wieder zu arbeiten dürfen, ist sehr speziell, weil es ist wunderbar, über sich selber zu arbeiten, aber wenn man eine Rolle hat, wenn man eine Geschichte erzählen muss, dann ist es eine andere Arbeit. Und als Künstler, wir brauchen das. Die Entwicklung hört nie auf. Und wir gehen weiter und deshalb auch in diese schwierigen Zeiten. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir weiter probieren, Stücke und dass wir weiter mit unseren Wege gehen. Und ich finde es wunderschön, wenn wir auch ein virtuelles Publikum haben, weil wir haben das Publikum immer in unserem Herzen. Wir vergessen ihn nicht, auch wenn wir jetzt ihn nicht sehen. Und es ist schön zu wissen, dass sie uns auch nicht vergessen und dass sie wissen, dass wir arbeiten und uns verbessern und weitergehen, um noch mehr zu bringen und um uns zu entwickeln. Und ich glaube, in dieser Zeit, mehr als normalerweise, mehr als sonst, es ist sehr wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir alle gemeinsam in das sind und ja, dass wir einfach alle zusammen sind.